Sonntagmorgen, 7.30 Uhr. Ja, schlafen können wir, wenn wir tot sind, haben wir uns so gedacht. Also nicht lang schnacken, ab ins Wasser. Kopf in den Nacken. Genau, heute mit Karre, weil beim letzten Mal quasi vor 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, 4 Tagen, haben wir den ganzen Weg links was in die Hand, rechts was in die Hand, alles auf dem Rücken. Naja, wenn man eine Karre hat, warum soll man sie nicht nutzen, ne? So, wir wackeln jetzt erstmal gut 20 Minuten zur Angelstelle. Hier gibt es erstmal Tee. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau. Oder auch nicht. Eine gefühlte Ewigkeit später, wir sind am Gewässer angekommen. Die Karre hat ihre Pflicht erfüllt, also es war auf jeden Fall bedeutend entspannter als noch unter der Woche. Routen sind draußen, heute jeder mit 2 Routen, Mais, Made, auf Grund mit Futterkorb und ja, Routen sind jetzt ungefähr seit einer halben Stunde draußen. Bisher ging nicht wirklich viel, oder besser gesagt gar nichts, aber war ja beim letzten Mal auch so, dass tatsächlich erst ein bisschen später die Bisse kamen, beziehungsweise es einen Moment länger gedauert hatte, ehe die Fische die Futterstelle angenommen haben. Aber wir sind zuversichtlich und ja, das frühe Aufstehen wird sich schon in irgendeiner Form gelohnt haben, hat sich ja jetzt schon gelohnt. Wetter ist mal wieder herrlich und bei dem Wetterbericht für nächste Woche, wer weiß, wann wir das nächste Mal ins Wasser kommen, von daher versuchen wir alles. Hallo zusammen. Also wir haben jetzt etwa 2 Stunden am Wasser verbracht. Zurzeit leider noch keine Erfolge verbuchen können, aber wir sind auf jeden Fall, was das angeht, optimistisch. Das Wetter spielt ja auch mit. Und ja, wir haben eine Rute mit Rotwurm und die andere mit Mais. Ja. Das parallel, also Robert, eine mit Mais, eine mit Wurm, glaube ich. Marta hat mir auch schon probiert, läuft aber leider auch nichts. Wir schauen mal, was kommt. Und ja, ansonsten, wir waren draußen. Das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Doch wärmer als gedacht. Gott sei Dank. Kleines Statement, Robert. Ja, Optimismus bleibt, ne? Weil wir machen jetzt noch 1,5-2 Stunden. Wenn nichts geht, dann ist es halt so. Ansonsten. Früher oder später wird es schon klappen. Ja. Genau. So, ihr hört dann von uns. So, wie ihr seht, Angelstelle zusammengeräumt, alles weg, nur noch der Stuhl. Muss hoch auf den Karren und dann haben wir es soweit geschafft. Ihr seht, die Sonne hat sich jetzt auch hinter die Wolken verzogen. Merkt man gleich, Wetter ist nicht mehr ganz so warm, nicht mehr ganz so angenehm. Wenn wir nach Haare gucken, jetzt liegen sie wieder vernünftig. Ja, wie lange wollen wir jetzt angeln? 3-4 Stunden ungefähr. Ja, von der Bissfrequenz her ähnlich wie am Mittwoch. Ganz andere hübsche Sicht noch. Ähnlich wie am Mittwoch. Allerdings nur ein wirklich richtiger Biss, wo man sagen kann, da war mal ein bisschen Aktion im Bissanzeiger. Alles andere waren mehr so Anfasser, leichte Berührungen. Ja, als ob die Fische noch nicht so wirklich wissen, nehmen wir den Köder, nehmen wir nicht. Aber wie ist der Zufall, der manchmal so will,
Der Tüchtige wird belohnt und wir waren kurz vorm Einpacken, wollte bloß noch mein Brötchen aufessen. 2 Minuten später wären die Ruten aus dem Wasser gekommen. Haben wir an der Rute mit Mais, die ungefähr 4-5 Meter vom Ufer weg lag, einen richtig schönen Biss gehabt. Der Bissanzeiger hat sich ordentlich bemerkbar im Herz nach oben gesprungen. Haben da so ein, ja, das ist, weiß jetzt nicht den Fachbegriff, aber das ist ein rundes Teil, was man, wo man die Schnur durchmachen kann und dann oben zusammenklicken kann. Ganz nützlich, leuchtet auch im Dunkeln, kennt er sicherlich. Ja, und der ging hoch an die Route, an den Plank und alles oder nichts, Anhieb und Fisch. Und Fisch. Und Fisch, genau. Eine 53 cm große Brasse. Ja, wenn das Jahr mit einer Brasse beginnt, ist vielversprechend. Aber Fisch ist Fisch, schöner Fisch, halber Meter Fisch. 53 cm Brasse war jetzt auch mein persönlicher Rekord, habe ich auch noch nie gefangen. Der ein oder andere von euch vielleicht lachen oder sagen, Mensch, es gibt doch Brassen, die werden 70, 80 cm groß, soll alles so sein. Aber ich habe noch nie so eine große Brasse gefangen, von daher mega zufrieden. Der Angeltag doch noch ein schönes Ende gefunden. Und jetzt machen wir erstmal eine kleine Angelpause. Und dann schauen wir, wenn wir das nächste Mal ans Wasser kommen. Marco, möchtest du noch was sagen? Ja, waren insgesamt 2 schöne Tage. Ich sehe mich schon wieder nicht. Ah, das ist normal hier, genau. Ja, warte. Siehst du dich jetzt wieder? Ne, jetzt. Jetzt siehst du dich wieder. Ja, waren insgesamt 2 schöne Angeltage. Also jetzt heute auch erstmalig mit der Fiederrute probiert. Ist eine Angelei, die wirklich Spaß macht. Jetzt gerade um die Zeit zu überbrücken bis 1. Mai auf jeden Fall. Ne? Da habe ich so ein bisschen den Robert auf die Hand geschaut, wie er es gemacht hatte. Er hatte ja das letzte Mal schon schön Biss gehabt. Konnten ja leider nicht landen, aber ja gut, daraus lernt man. Und heute wurde er ja belohnt mit seiner, ja, war nicht auf der Fiederrute, war auf der normalen Grundrute. Nee, auf der normalen Rute, genau. Genau, mit seiner Brasse. Aber auch mit Futterkorb, ja. Genau, wurde belohnt denn und ja, okay. Ich wiederhole mich gerne, ich sag's gerne nochmal. Wir sind im Frühling. Nee, das schneiden wir raus. Wir sind im Winter. Nein, das schneiden wir nicht raus. Wir sind immer noch im Winter, Frühling ist morgen und Ja, genau. Ja, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao, ciao.